Jonathan, Derek und Marie sind jetzt Brandenburger. Die philippinischen Krankenpfleger arbeiten im städtischen Klinikum. Grundlage ist eine von der Bundesagentur und ihrem Heimatland getroffene Vereinbarung. Krankenhäuser können philippinische Arbeitskräfte mit einem Arbeitsvertrag ausstatten. Angeworben hat die neuen Mitarbeiter Lutz Pehlchen. Wichtig ist es, sagt er, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, den neuen Mitarbeitern helfen, in Land und Kultur anzukommen. Auf jeden Fall müssen wir uns um den katholischen Glauben kümmern. 95% der philippinischen Menschen sind katholischen Glaubens. Die Verbindung zu schalten zu den katholischen Glaubensgemeinschaften hier in der Stadt Brandenburg. Wir müssen uns um Wohnraum kümmern. Wir kümmern uns darum, dass auch die philippinischen Pflegekräfte hier mobil werden in Brandenburg. Das heißt, sie können den öffentlichen Nahverkehr hier nutzen. Sie werden mit Fahrrädern ausgestattet. Wir helfen ihnen dabei, sich mit den Alltäglichkeiten in Deutschland zurechtzufinden. Das heißt, sie müssen auch mal eine Heizung bedienen können. Das kennt man auf den Philippinen natürlich nicht. Sie müssen aber auch mit einer deutschen Waschmaschine zurechtkommen. Also all diese Kleinigkeiten werden im Alltag gelehrt oder auch unterstützt. Medizinische Hochschule Brandenburg. Deutschkurs B2 Pflege. Das Lernziel fließende Verständigung. Kleine Fehler, die nicht zu Missverständnissen führen, sind dabei durchaus erlaubt. Wichtig ist, sich in der beruflichen Situation sprachlich so zu verhalten, dass die Arbeit angemessen geleistet werden kann. Das heißt, Sie müssen Pflegeberichte schreiben können, Sie müssen Dokumentationen so schreiben können, dass die Kollegen aus der nachfolgenden Schicht, die nicht nachfolgen können, sofort verstehen können, was Sie da geschrieben haben. Sie müssen sich auch in Stresssituationen mit dem Kollegen sprachlich verständigen können. Das heißt, Sie müssen Ihren Beruf tatsächlich voll ausfüllen können, wie eine deutsche Pflegekraft. Marie ist seit einer Woche in Deutschland. Ihre Muttersprache ist Philippinisch, Englisch Sprache Nummer 2. Deutsch hatte sie schon in der Heimat. 6 Monate Unterricht im Goethe-Institut. Schwer fällt ihr die deutsche Grammatik. Manchmal, wenn ich mit dem Patienten spreche, ich spreche langsam Deutsch und ich glaube, dass die Patienten mit mir verstanden. Dozent Wittkopp hatte anfänglich auch Probleme. Die Mentalität der Asiaten basiert auf Höflichkeit. Im Unterricht nachfragen kannten sie nicht. Es gibt da andere Signale, die wiederum wir nicht entschlüsseln können. Und wir mussten erst einmal üben, bei unverstandenen Sachverhalten deutlich nachzufragen. Außerdem ist auf den Philippinen der Lehrer eine Respektsperson, mit der man nicht umgeht wie in einer Lerngemeinschaft, deren Ziel es eben ist, die Lernfortschritte zu optimieren, sondern man wartet ab, bis der Lehrer etwas sagt, tut das, wenn man es verstanden hat, und schweigt im Übrigen. Das ist nicht förderlich im Sprachunterricht. Besonders gespannt waren Marie, Chris und Jonathan auf Schnee. Überrascht sind sie von der deutschen Küche. Bei uns auf den Philippinen ist es immer sehr warm, aber hier ist es kalt. Kalt, ja. Ja. Und das Essen auch eigentlich. Und hier, deutsche Leute isst immer Brot. Ja, bei uns immer Reis. Wir essen immer Reis. Frühstück mit Reis, Mittagessen und auch Abendessen, ja, mit Reis. Immer mit Reis. Insgesamt hat das Klinikum mittlerweile 22 philippinische Pfleger unter Vertrag. Und Goethe kommt.